Hallöchen zusammen, hier sind sie wieder, die Meister aus Hearthstone. Wir sehen eine Blinktron-Waffenroulette-Geschichte. Wollt ihr euer Glück versuchen? Blinktron ändert eure Heldenfähigkeit zu, legt eine zufällige Waffe an und gibt euch obendrein zufällige Waffen. Oho, das klingt ja sehr interessant. Da müssen wir uns ein Deck erstellen und, oh Gott, mit Waffen. Das ist ja schon mal sehr interessant, das heißt, da könnte man ja sowieso... Ja, unsere Heldenfähigkeit legt eine zufällige Waffe an. Bietet sich ja jetzt Krieger an oder Schurke. Ansonsten, das kommt jetzt natürlich ganz auf die Karten an, die man so kriegt, ne? Also, ich denke mal, Schurke ist da ja für fast perfekt geeignet. Nämlich, zum Beispiel, so Vorbereitung kommt auf jeden Fall rein hier. Na, das ist klar. Hier, eure Waffe hält 2 Angriff. Die Geschichte zum Beispiel. Verstohlenheit verleihen. Ach nee, brauchen wir jetzt nicht. Ach, euren Dienern, allen. Das ist natürlich sehr cool. So, fügt dem feindlichen Helden 3 Schaden zu. Das basteln wir mal rein hier. Sowas auch nochmal. Mit Andrina 3 von Stingsbums. Hier, Klingenwirbel. Das ist auch eine sehr effektive Karte für das jetzt. Der Goblin Barbier. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Dolchfächer, ist klar. Klinge des Verderbens. Ja. Klinge Assassin. Hier Schädelbruch. Einmal reicht die Karte eigentlich. Wobei. Ja, mal gucken. Keine Ahnung. Vielleicht bastel ich mir den nochmal drauf. Dolchfächer ist auf jeden Fall ganz schön. Ja, natürlich. Hier Sprinten ist sowieso logisch. Vernichte feindlichen Diener. Und jetzt haben wir aber schon fast keine Karten mehr. Aber wir kriegen ja ganz viele Waffen. Also insofern brauchen wir auch nicht unbedingt die Karten. Brauchen wir nicht so viele Kreaturen. Weil mit Waffen kann man ja auch schon mal ein bisschen was anfangen. Wobei es eigentlich schon ganz cool wäre, wenn wir auch irgendwas hätten, was uns noch was Schönes bringt. Was könnte man denn nehmen jetzt nochmal? Benachbarten, die dann Spott. Irgendwas Teures brauche ich. Irgendwas Teures. So, stellt bei allen Charakteren soweit Leben wieder her. Ah, hier, genau, die hasserfüllte Schmieden, das wäre doch ganz cool. So, hier. Ach, die habe ich nur einmal. Ach, das ist ja doof. Wieso habe ich die nur einmal? Das ist ja richtig kacke. Die will ich öfter als einmal haben. Tja. Was nehmen wir sonst noch? Was nehmen wir sonst noch Schönes? Was könnte man denn nochmal mit reinnehmen? Verringert die Kosten unserer Handkarten. Ja, stellt bei eurem Leben 4 Leben wieder. Ja, aber das kostet 6 Mana die Karte. Nee, das ist jetzt nicht so geil. Ersetzt euren Helden durch Hackner aus den Feuerfürsten. Ja, das wäre natürlich sehr geil hier. Wäre natürlich sehr cool. Ich muss mal gucken. Was nehmen wir denn jetzt als letzte Karte noch? Was passt denn jetzt noch schön zu meinem kleinen, süßen Assassinen-Deck? Das ist eine gute Frage. Eine freie Karte habe ich noch. Ich könnte natürlich einen grimmigen Gast nehmen, aber das... Nee, ist jetzt nicht so geil hier. Luatep? Luatep ist so eine Karte, die funktioniert in jedem Deck. Hier, Violette Ausbilderin, das geht natürlich auch. Aber, das ist auch nicht so die Mörderkarte, ne? Kampfschreit, ziehe eine Karte. Ja, er hätte plus ein Leben für jede Karte auf der Hand. Ja, nehmen wir den Drachen. Oder? Halt. Kartenchaos. Wir probieren es einfach mal damit. Wir probieren es mal mit dem Deck. Notfalls wird ein bisschen ausgetauscht. Ich bin mal gespannt, was das überhaupt für Waffen sind, die man da kriegt. Ob das echt so richtig zufällige sind. Auch ein bisschen auf die Klasse geachtet wird, ob das überhaupt Waffen sind, die es so normal schon gibt, oder ob es Waffen sind, die es so normalerweise nicht gibt. Ah, Rexa, na gut, das ist natürlich auch eine Variante mit den ganzen Kanonen. Seid auf der Hut, ja, die kommt weg. So, jetzt kommt gleich hier eine tolle Heldenfähigkeit. Zung, zung, zung. Bam.
Legt ein, zerstört eure Waffe und legt eine neue zufällige an. Was haben wir denn hier? Oh, Schaumstoffschwert. Ach, wie süß. Das macht aber richtig Schaden hier. Die Freude ist ganz meinerseits. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Grüße. Das ist ja süß. Sie juckt überall. Ja, der greift natürlich seinerseits auch gleich mal an. So, das ist natürlich jetzt ziemlich ideal hier. Los geht's. Soin. Druck da, komm, bam. Und wir haben eine neue Waffe. Verfluchte Klinge, verdoppelt den Schaden, der eurem Helden zugefügt wird. Was? Das ist ja voll verarsche. Wie dreist ist das denn? Wieso kriege ich so eine scheiß Waffe jetzt hier? Oh, wie gemein. Wie asozial ist das denn jetzt? Alter, wie dreist. Verfluchte Klinge, ey. Das ist ja echt voll verflucht. So, lieber die hier. Langbogen des Gladiators. Das ist doch geil. Das ist doch super. Ja. Gebe ich dir noch zwei Angriffe? Nee, lass ich mal. Toll, das war ja voll Verarschung hier, ey. Echt. Mann, ey. Verfluchte Waffe gekriegt. Ruf für euren Gegner einen zufälligen Diener herbei, der 1 kostet. Den hungrigen Drachen, den werde ich aber gleich mal schön zerlegen. Das ist ja wohl klar. So. Zack, zack. 6-2. Der ist immun. Der wird jetzt geplättet. Verursacht einen Schaden. Und ich ziehe eine Karte. Genau das will ich haben. Ah, perfekto. So wollten wir das doch haben. Ideal gelöst, würde ich sagen. So. Mal gucken, was jetzt noch kommt da drüben bei dir. Da kann jetzt noch gerne was Schönes kommen. Ich freue mich auf dich. der greift natürlich erstmal weiter an hier. Ich habe schon so viel Leben verloren. Natürlich eine 4-2. Ach ja, der Echt-Silber-Champion. Ja, genau. Ist ja klar. Ach, das ist doch Verarsche hier. Völlige Verarsche. So, wir brauchen jetzt erstmal das Ding hier. Dann kriegt... wer hier noch fett Angriff? Bam. 7 Angriff. Bam. Bam. So. Und meine Waffe behalte ich noch. Die hebe ich mir noch auf. Könnte ja sein, dass ich die nochmal irgendwo brauche. wobei, das ist natürlich echt bitter hier. So, was macht er jetzt? Ja, was war denn das jetzt für eine Aktion? Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Was ist das denn für eine Aktion? Was macht der denn da? Na gut, er kann es sich leisten, aber was macht der denn da? So, ja, ja gut, super. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir da durch? Also, wir würden nicht genügend Schaden machen, glaube ich. Warte mal, ich muss mal überlegen. Man 7... Wir machen 12, 16, so viele Möglichkeiten. 20, 23, 25 Schaden kriege ich hin. Das ist ein bisschen zu wenig. Schade, schade, schade. Das ist ein bisschen zu wenig. Sonst wäre es ziemlich geil. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt ziemlich doof. Ja, finde ich nicht geil. Bin jetzt ein bisschen kacke. Ja, also du gehst auf jeden Fall da drauf. So. Du machst auf jeden Fall den kaputt. Und dann machen wir auf jeden Fall noch den kaputt. Und dann machen wir das noch raus. Und dann legen wir uns eine neue Waffe an. Oh, das war doof. Ich hätte doch die 3-2er-Waffe behalten sollen. Wäre besser gewesen. So, 3, 4, 5, 9. Mal gucken, ob er noch irgendwas hat. Wenn er noch so ein +4/+4-Zauber oder so einen Schadenzauber hat, dann hat er noch Chancen. Oh ja. Okay. Ah, das war natürlich pfiffig. Das war natürlich sehr pfiffig jetzt. Schlau gemacht. Okay.
Okay. Okay, jetzt haut er aber nochmal alles raus, was er hier hat. Haben wir hier nicht Windzorn drauf? Nee, haben wir natürlich nicht. Ach, Kacke. Warte, warte, wie viel machen wir? Wir machen erstmal machen wir 3 Schaden. Dann machen wir nochmal 4 Schaden. Und dann machen wir nochmal 4 Schaden. Yeah. Meine Güte, das war aber ein ganz schön knapper Kampf hier. Das war ja ganz schön knapp. Aber wir haben eine Packung bekommen, haben eine Packung erhalten, haben eine Packung gewonnen. Und können dann gleich mal die Packung aufmachen. Das Blinktron-Waffenroulette hat also erfolgreich geendet für uns. Das ist doch schön. Dann schauen wir mal, was da Schönes drin ist. Vielleicht kriegen wir ja mal endlich mal eine legendäre Karte wieder. Irgendwie was Schönes. Das ist bislang auch noch nicht so. Das ist wieder nur selten. Oh, Blitzschlag. Schön. Heiliges Feuer. Oh, gut. Immerhin eine brauchbare Karte. Aber die habe ich, glaube ich, auch schon 3-mal. Ja, super. Damit wäre es das dafür schon wieder. Dann können wir wieder ins Solo-Abenteuer. Herausforderung bestreiten. Die des Priesters oder die des Druiden ist jetzt die Frage. Ich mach mal erstmal den Priester. Gegen den fiesen Drachen. Ja, der fiese, böse Drache. Anduin gegen General Drakizat. Hallöchen. Was treibt ihr denn hier? Das oh, Licht wird den Gruul ist natürlich eine sehr geile Karte dafür, muss ich sagen. Das ist ja sehr cool. Gruul ist ja echt eine geile Karte. So, was hat der nochmal als Fähigkeit gehabt? Ach nee, es ist nur die passive Fähigkeit. Es war ja nur, stimmt, es war ja nur die passive. Wollt ihr mir bei der Vernichtung der Sterblichen dieser Welt behilflich sein? Och, das ist ja sogar noch viel geiler. Onyxia ist ja jetzt in der ersten Runde sehr... Okay. Sehr geil. Aber reicht ja. Oh, cool, hier Kel'Thuzad. Ja, wir rufen erstmal Kel'Thuzad. Falls irgendwas passiert, dass wir schon mal Kel'Thuzad draußen haben. Ach, gemein. Gemeine Geschichte hier, was soll das denn? Oh, Isera, Alter. Das sind nur so geile Drachen, was ist denn da los? Wieso kriegen die nur so geile Karten? Finde ich ja Hammer. Jetzt auch noch eine coole Traumkarte hier. Albtraum verleiht einem Diener +5/+5. Okay. Ruft einen zufälligen befreundeten Diener herbei, der diese Partie bestorben ist. Oh, das ist ja cool. Scheiße. Scheiße. Verdammt. Stimmt, die gab's ja auch noch. Ups. Ich habe irgendwie an Kel'Thuzad gedacht, aber passt ja gar nicht. Das ist ja trottelig von mir gewesen. Das war ja sehr doof von mir. Das ist ja doof. Sehr doof. Ja, gut, kann da nun mal passieren, ne? Echt mal, habt euch nicht so. Das ist so ein Mist. Lasst einen Diener auf die Hand des Besitzers zurückkehren. Okay, also den zum Beispiel. Den lassen wir wieder auf die Hand zurückkehren. Ja, ich glaube, nächste Runde haben wir gewonnen. Vielleicht, möglicherweise. Fügt ein Charakter mit Ausnahme von Isera 5 Schaden zu. Jo, okay. Zauberschaden +5. Ja, geil, ey, so geile Drachen hier. Oh, wie gemein. Alter, der wird auch abgeblockt. Oh, ich wollte ihn doch verarschen. Wie gemein. Wie dreist. Ist jetzt aber sehr gemein gewesen. Ich hätte erst mit dem anderen angreifen sollen. Doof, ich bin Trottel. Ich bin voll Trottel. Ja, wir machen mal das hier. So, nächste Runde kann ich damit dann 3 Schaden machen. Ja, das bringt jetzt leider gar nichts, Freundchen. Irgendwie macht mein Mikrofon gerade mal den Abgang. So, 5 Schaden und dann nochmal einen 5 Schaden. Und tschüss.
Sorry. Oh, ein Zwielichtwelpling. Er hält plus 2 Leben, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Das ist doch süß. Ich sollte echt mal irgendwann anfangen, einen Drachen wegzubasteln vielleicht, ne? Jetzt spielen wir mal die Geschichte mit dem... Also ich muss sagen, diese Herausforderung finde ich echt geil. Vor allem die ganzen Drachen, die so auf der Hand hatte. Geil. Und normalerweise kosten die einfach so viel. Und jetzt halt einfach so gleich Runde 1, die raushauen, ist doch schon geil. Wir sind die wahre Horde. Ja, ihr seid die wahre Horde. So. Das brauche ich jetzt noch nicht. Das ist am Anfang jetzt nicht so sinnvoll, glaube ich. Oh ja, das ist schon besser. So, Hallöchen. Hallöchen. Ruft 5 Irrwische bei oder verleiht einem Diener plus 5 plus 5 und Bot. Oh, auch sehr edel. Ein Drachenei, natürlich. Komm herbei, Drachenei. Geisterhafter Krabbler, komm herbei, Drachenei. Plus 1 plus 1. Öffnet die Tore, ja, tut das. Okay. So, was machen wir als erstes? Eine Feuerkatze 5-2 oder Feuerfalken? Ich glaube, ich nehme den Feuerfalken. Boing, und dann wird hier jetzt schon mal ein Schaden draufgeballert. Bam! Tötet den da hinten. Ach, jetzt kommen die Spotter. Jetzt kommen die Spotter. Hallo! Was wollt ihr denn von mir? Lasst mich doch in Ruhe. Ich kann doch nichts dafür. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte, glaube ich, warten, dass wir 5 Irrwische herbeirufen können. Und ich glaube, ich kann erstmal den beiden plus 1 plus 1 so einen Spott geben, ne? Nee, warte mal, wir machen das anders. Wie machen wir das denn? Soll ich mal so einen von diesen Welblinge kaputt machen? Die gehen auch früh genug drauf. Jetzt kommt erstmal gleich so ein 1-3-1er. Genau. Jetzt kommt erstmal ein 3-1er. Ja. Ey, was ist das denn? Wie gemein. Das wollte ich eben machen. Oh. Coole Geschichte. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Das war jetzt ja gar nicht so verkehrt gemacht. Verdammt, das reicht doch nicht hier vom Mana her alles. Oh, das ist jetzt ein bisschen böse. Da habe ich jetzt noch nicht die optimalen Fähigkeiten raus. Ach, Mist. Okay. Wir machen mal den hier kaputt. Und dann gehen wir mal hier drauf. So, nächstes Mal, nächste Runde kommt der Echo-Schlamm. Oh, naja. Jetzt wird's aber echt gerade ganz schön bitter. Jetzt wird's aber echt gerade ganz schön bitter hier. So. Kostet ein weniger für jeden Diener, der in diesem Zug gestorben ist. Das ist ja cool eigentlich. Eigentlich sehr geil. So. Ja, das Drachenei wird noch ein bisschen öfter zuschlagen, denke ich. Ja, genau. Auweia. Ich glaube, wir verlieren die Runde. Sieht gerade ein bisschen böse aus hier. Bisschen sehr böse. Bisschen sehr, sehr böse. Was sollte ich denn mal am besten machen? Was könnte ich denn mal am besten machen? Plus 5 irgendwem geben, bringt's nicht. Das bringt's gar nicht eigentlich. Ho, 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 ho. Ich glaube, ich rufe 5 Irrwische herbei. Hui, hui, hui. In die Bresche. In die Bresche. So, und dann machen wir... den hier kaputt und machen hier 2 Schaden drauf. So, dann googeln wir mal. Ah, natürlich, noch ein 9-9er, ist ja klar. Na, mal sehen, ob wir da jetzt noch was Schönes hinkriegen. Ja,
Ein D9 plus 1 plus 1 bitte. Und dann zwei Dienern Spott geben. Mein Schild für Argus. Und dann auf die den Kerl da drüben. So. Oh, ja. Für die Wildnis. Na, das kann ja noch was werden. So. Aber mit etwas Glück überleben wir diese. Also die nächste Runde überleben wir wahrscheinlich noch. Ja, genau. Mach mal schön fett Schaden hier. Wenn ich Glück habe, kann ich ihn noch fertig machen. Ja, nämlich wenn er mir keinen tötet. Genau jetzt. Genau jetzt haben wir die optimale Möglichkeit, hier zuzuschlagen. Nämlich hier. Bam. So, das machen wir 7. Nochmal 2. Nochmal 2. Und noch ein Schaden hinterher. Und dann haben wir es tatsächlich gewonnen. Das war jetzt knapp, ne? Erstaunlich. Vulkanborg haben wir jetzt bekommen hier. Für jeden Diener, der in diesem Zug gestorben ist, ein weniger. Ist eigentlich sehr cool. Ja, nicht schlecht. Ja, wunderbar. Haben wir die Herausforderung auch geschafft. Die Zeit ist rum, perfekto. Na, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir beim nächsten Mal wieder länger im Kartenkreis bauen, weil ich habe noch nicht genug Gold für die nächste Solo-Abenteuer-Kampagne. Aber vielleicht spiele ich die ja auch innerhalb der nächsten Woche. Gucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Auch einen schönen Tag nämlich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao. So, mal gucken, was jetzt noch kommt da drüben bei dir. Da kann jetzt noch gerne was Schönes kommen. Ich freue mich auf dich. der greift natürlich erstmal weiter an hier. Ich habe schon so viel Leben verloren. Natürlich eine 4-2. Ach ja, der Echt-Silber-Champion. Ja, genau. Ist ja klar. Ach, das ist doch Verarsche hier. Völlige Verarsche.